Okay. Jo, hallo und Servus und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Let's Play Together Europa Universalis 4. Mit dabei wieder der Puck. Hallo Puck. Hallo Leute. Genau, jetzt haben wir es mal wirklich zeitnah wieder hingekriegt, uns ein zweites Mal oder ein nächstes Mal zusammenzusetzen, um hier weiter an unserem schönen Spielstand zu spielen. Ich spiele wieder mit England, habe das letzte Mal mit einem sehr, sehr triftigen Grund natürlich Dänemark den Krieg erklärt, ja, und habe mir Nämlich hier keinem. und habe mir hier diese kleinen Inseln im Atlantik gekrallt. Allerdings, mein Ziel jetzt diese Aufnahme, ich muss hier den Warscore noch ein bisschen hochtreiben, damit ich dir dann auch alle mir einverleiben kann. Ja, was hat der Puck so getrieben das letzte Mal? Nicht aufgepasst und dadurch einen Bauernkrieg ausgelöst. Ja, aber mit diesem Pöbel wirst du schon zurechtkommen. Du bist optimistisch. Ich sehe das gerade noch nicht so, wenn ich mir angucke, wer bei mir im Land so rumtoben will. Also der Bauernkrieg ist noch nicht ausgebrochen. Ich sehe es ja auch gerade. Aber Doch, er ist schon ausgebrochen, bei mir schon. echt, aber es sind gerade keine Rebellen unterwegs, oder? Ja, das stimmt, aber dafür habe ich jetzt, Bauernkrieg bedeutet auch, dass man folgende Auswirkungen hat, nämlich 5% Unruhen, also plus 5 Unruhen überall und Stabilitätskostenmodifikator plus 50%. Das nervt schon extrem. Ah ja, das glaube Und ich. das endet erst, wenn man Revoltenanzahl geringer als 1 hat. Das heißt, man darf keine besetzten Gebiete haben und keine Rebellen dürfen leben. Und man muss eine Stabilität von mehr als 1 haben, was mit dem, naja, Modifikator plus 50 nicht unbedingt toll ist. Ja, bei mir wird es wohl auch demnächst mal wieder so zu einem Rebellenaufstand kommen. Der Fratticelli Heretiker. Und die wollen, dass ich Fratticelli als Religion anerkenne, oder was? Das kann Naja ich denn da gut, machen? im Endeffekt würden die, glaube ich, als Forderung nur mehr lokale Autonomie haben wollen. Genau. Stabilität steigern könnte ich sowieso mal machen. Da bin ich nur bei 0 und ich habe genug administrative Macht. Also mache ich das mal. Machen wir uns ein bisschen stabiler. Mache ich nochmal. Und die Kriegsmüdigkeit wollte ich auch verringern. Gut, dann sieht jetzt, glaube ich, alles wieder einigermaßen in Ordnung aus. Ohne Ja. Witz, ich bin irgendwie noch nicht so richtig zufrieden, nicht annähernd gerade. Dum-dum-dum. Wir sollen hier eine große Flotte. Nein, Schutz vor Frankreich. Ja, okay, eine gleich große oder größere Armee als Frankreich besitzen ist, glaube ich, ein bisschen schwierig als Engländer. Och, das schaffst du schon, go. Aber da zählen die Schiffe nicht mit rein, ne? Nein. Sonst hätte ich das schon geschafft, ja. Ja gut, meine Truppen müssen sich jetzt hier erstmal in London erholen. Denen geht's jetzt nicht ganz so gut, nachdem die da durch die Weltmeere geschippert sind. Genau, und hier baue ich dann gerade, glaube ich, noch lauter Galeeren. Da möchte ich dann nämlich hier den Welsund blockieren, weil die Dänen hier gerade keine Truppen stationiert haben, wird es dann ein leichtes, da mal ja ein bisschen die Dänen zu besuchen. So. Sonst irgendwas Wichtiges? Ich kann auch in eine Technologie investieren. Ja, dann tue ich das jetzt mal. Damit wir unsere Punkte mal ein bisschen aufbrauchen. Ja, du hast gut. Ich habe ja auch noch eine Legitimität von nur 26. Das hilft auch nicht unbedingt. Ah, ich bin meinen 46 auch nicht arg viel besser, glaube ich. So. Und der König ist gerade mal 17. Das ist so assi. Ja, unterschätzt mal die Jugend nicht. Der soll verrecken, damit der neue endlich mit dem Staatenanspruch an die Macht kommt. Herrlich. Ich habe Sorgen, ich weiß. So, kann's weitergehen. Also von mir aus kann es weitergehen, ja. Ich möchte unseren Untergang ja quasi erleben. Dänen wollen wieder ein Friedensangebot Was bieten sie denn? unterbreiten. Ja, nur eine Niederlage. Das ist mir zu wenig. Oh nein. Nein! Oh, was ist jetzt schon wieder passiert? Bei mir gibt's Rebellen in Kiew, Tschernigow und Poltawa. Oh weh, ich sehe es. Das sind ja nicht zu wenig. Nee, und bei einer Armeestärke von 11.000? Achso, Puck hat wieder gut zu tun, wie ihr seht. Ja, das Schlimme an der ganzen Geschichte ist, es ist selbstgemachtes Leid. Wie würdest du dann, wie würdest, jetzt kommt die Frage des Fußballreporters,
Wie können Sie sich das erklären? Ich war im letzten Turnset zu doof und habe mir eine Admin-Tech geholt, anstatt die Stabilität zu erhöhen. Das Das ist war's. doch mal eine präzise Analyse. Und jetzt heißt es irgendwie sich hier rausmogeln. Also wenn du Geld für Söldner brauchst, meine Kassen sind immer noch gut gefüllt. Da könnte ich auf dich zukommen. Ich werde erstmal Ösel befreien. Dann werde Ösel. ich mir ein paar neue Soldaten, Schrägstrich Rebellen holen. Rebellen ist schon. Söldner. Rebellen holen wäre auch gut. So, oh, das dauert, bis sich hier meine Truppen Der erholt haben. Deutsche Orden hat Pommern den Krieg erklärt und die Polen kämpfen die ersten Stacks nieder. Oh, Thronanwärter sind erschienen. Da, oh, 7 Stück, das ist ja putzig. Wo denn? In Achso, hier in. Oxfordshire. Ja, aber die schaffst du doch locker. Ja, mit meinem 2-Sterne-General sollte das kein Problem sein. Ja, der ist ja nicht nur 2 Sterne, 4-5 ist ja auch mal nicht so schlecht für den Anfang. Eben. So, bum, bum, bum. Ja, die gehen runter wie geschnitten Brot. Ich sehe schon, du bist da sehr optimistisch. So, dann, aber jetzt haben meine Truppen halt wieder ein bisschen an Stärke verloren, das nervt. Die waren gerade dabei, sich so schön zu erholen. Ach, war das jetzt schon der Aufstand der Fraticelli-Heretiker oder was? Das sehe ich hier oben gar nicht mehr. Möglich. Nee, das war nicht. So, aber Gazimukati, warte kurz. im Moment habe ich keine Rebellenprobleme, offensichtlich. Warte mal Hat das mit der kurz, Stabilität die. wohl was gebracht? So, Polter waren verloren. Gazimuk erklärt den Krieg den der Goldenen Horde. Na ja, gut. Die Horde ist aber schon ganz schön am Kneifen gerade. Sag mal, steigt der Warscore auch irgendwann automatisch, wenn irgendwie beim Gegner die Kriegsmüdigkeit zu hoch ist? Naja, du hast halt den Nachteil, dass du ohne Kriegsgrund erklärt hast. Das heißt, du kannst nichts erobern, um den Ticking War Score zu starten. Mm, okay. Das ist das Dumme bei so einem Krieg, wie du ihn gerade hast. Ach. Naja, So. du wolltest es ja hören. Die Dänen sind mir noch viel zu kriegsbegeistert irgendwie. Da müssen wir noch irgendwas dagegen tun. Ich glaube aber, wenn ich diesen Weltsund erfolgreich blockiere, dann sollte sich das schnell ändern. Meinst du? Ich sehe schon, dass du ein Optimist bist. Natürlich. Bleib So. ein. Warte mal kurz, ich muss ja gucken. Leibeigenschaft erzwingen oder abschaffen. Entweder ich verliere 15 Legitimität. Dafür habe ich weniger nationale Unruhen. Na klar, ich habe auch so viel. Ich bin ja nur bei 24. Oder ich krieg plus 1 nationale Unruhen, dafür mehr Leute. Nee, das ist gut. Dafür habe ich in zwei Gebieten nochmal neue Rebellen. Als hätte der gute Puck nicht schon genug mit Rebellen um die Ohren. Oh Gott. So, dann sammle ich jetzt mal meine Galeeren. Oh ja, also bei dir sieht's ja echt. Hast du vielleicht ein paar Truppen, die du hier hinschicken könntest? So als. Nein, Novgorod hat mir den Krieg erklärt. Unehrenhaftes Pack. Oh weh. Österreich hilft uns nicht. Ich müsste halt erstmal hier mit den Dänen irgendwie klarkommen. Warte mal kurz, ich muss jetzt mal kurz gucken, wer mit mir in dem Krieg zusammen ist. Litauen, Polen, Ungarn, Walachei gegen Deutscher Orden, Novgorod und Twer. Ja, Novgorod ist jetzt auch nicht so groß, oder? Das sagst du jetzt. Ja, solange da nicht steht Moskau. Meine Truppen werden für anderes gebraucht. Du kannst gerne immer noch, also ich könnte dich tatsächlich ein bisschen finanzieren. Da würde ich definitiv gerade nicht nein sagen, bin ich ganz ehrlich. Okay, dann mache ich dir doch mal eine Schenkung. Ich möchte dich jetzt nicht auch noch mit Kreditzinsen belasten. Ich muss zugeben, jetzt ist sonst wird die Luft nämlich ein bisschen dünn. So, ein Geschenk. Schauen wir mal. Ich zeige mich mal sehr großzügig. Jetzt kommen wahrscheinlich 2 Gold auf mein Konto. Das wäre jetzt der kleine Troll. Nein, so bin ich nicht. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich das dem Richtigen schicke. Ja, du bist Litauen, nur um mich nochmal zu versichern. Litauen, ja. Nicht, dass ich irgendeiner KI König gerade Jogaila. Jagiellon. meine 400. Danke. Bitteschön. So, jetzt kommt Papa mit neuen Truppen. So, Jungs. Am Arsch hängt der Hammer.
Gefallen tut es mir So. nicht, aber. Galeeren. Habe ich noch irgendwo eine, die sich gerade nicht Bist du bewegt? bereit? Ich bin bereit, ja. Gut. Ich. Nein. Schon wieder neue Rebellen. Nationale Oh Gott. Dezentralisierung. Entweder zerquetscht die Rebellen oder Prestige und Geld verlieren. Prestige und Geld verlieren. Was? Ein Bayer ist zum Kaiser gekürt worden. Sehe ich auch gerade. Ja, das ist ja mal was. Das, was Edmund Stoiber nicht geschafft hat, in Europa Universalis ist es möglich. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass mir die Österreicher genauso sehr wie die Bazis auf den Sack gehen? Nerven die dich gerade hier im Spiel, oder was? Naja, das Dumme ist, wenn du mal guckst, ich kann meinen Stack nicht rausholen, also nicht runter von Saremma, also Ösel, weil der Deutsche Orden und Novgorod. Ah, die blockieren dich. Wie viele Schiffe haben die denn hier so? Nicht viel, aber ich muss meine Schiffe dafür jetzt einmal von der Halde holen. Okay. Wie viele sind das? So, jetzt habe ich hier Entweder 14 Geld für weniger Galeeren. Handelsgüter. Ich nehme das Geld. Siehst du gerade, wie viele Schiffe die Dänen haben? Ich kann mal kurz gucken. Ich bin so angepisst gerade. 12 Galeeren, sonst nichts. Okay, das ist gut. Dann sollte das eigentlich reichen. Aber vielleicht besorge ich mir noch einen Admiral. Nur für diesen Kampf. Und es geht munter weiter. Nationale Dezentralisierung, Prestige und Geld verlieren. Ah, verdammt, da müssen diese Viecher jetzt erst in den Hafen rein, ne? Scheiße. Warte mal, das kann doch eigentlich der hier. Der kann doch eigentlich den Admiral mitnehmen, ne? Ich hab's geschafft. Ich konnte gerade eben in so einem kurzen Augenblick des Glücks, anders kann ich es nicht nennen, hier den Hafen verlassen. Oh, So. sehr gut. Jetzt habe ich auch wieder einen 20er Stack, zwar nur mit vielen, vielen. Ja, jetzt sieht's doch eigentlich wieder So, ganz Kriegssteuer in Ordnung erheben. aus bei dir, glaube ich. Naja gut, das wird sich noch zeigen, ob alles noch schicki ist. Denn. So, ich muss mal meine Beziehungen prüfen. Die Schotten, die finden mich saugeil. Tyrone findet mich auch super. Ich finde das schön, dass wenigstens du das glaubst, nicht? Ja. Ach, man Hallo, muss das ja schottische manchmal. Meinung von England ist plus 200. Das ist doch. Ach, irgendwie steigert sich diese Warscore aber auch gerade. Warum auch immer, ich habe eigentlich nichts gemacht. Vielleicht, weil ich die Küste blockiere. Das kann natürlich sein. So, halt, der wollte jetzt hier den Admiral mitnehmen. Dann schippert der da hoch. Noch nicht. So. Und jetzt heißt es So. beten, hoffen, flehen, dass. Ja, damit konnten wir das letzte Rebellenpakt, glaube ich, ausdünsten. So, dann schippern wir mal zu den Dänen und versuchen diesen Sund zu blockieren. Und ich hoffe, dass diesmal nicht irgendwie aus irgendwelchen komischen Gründen meine Flotte wieder verschwindet, wie das letzte Mal. Habe ich schon erwähnt, wie lästig dieser Krieg ist? Ja. Ach, jetzt ist der Warscore wieder auf 13 runter. Das ist aber seltsam. Ach so, weil ich die Küste nicht mehr blockiere. Okay, das macht Sinn. So, dann gehen wir mal hier Das Dumme rein. ist, wenn du nicht gerade Skattegat. jetzt das ganz Norwegen oder so besetzt, hast du da ganz schlecht Chancen, den Warscore betreffend. Schauen wir mal. So, jetzt blockiere ich das. Der hat hier keine Truppen mehr. Steuermodifikator geht hoch. Na klar, gerade wo ich jetzt dachte, ich hab's hinter mir, kommen die nächsten Rebellen in Vilnius und Chesis. Wo ist denn Chesis? Ach, da oben. Aber nur so rein theoretisch, wenn ich in flachem Gewässer kämpfe, müssten doch 13 Großschiffe eigentlich trotzdem eine Chance gegen 12 Galeeren haben, oder?
Ja, doch, durchaus. Sie müssten sogar überlegen sein. Weil dann. Galeeren sind zwar sehr stark, wenn sie in Weil dann Binnengewässern blockiere ich kämpfen. jetzt auch noch den anderen Sund. Dann passiert nämlich hier überhaupt nichts mehr. So, und jetzt setze ich hier mit meinen Truppen über. Warte mal, was war eigentlich das? Ich muss mal kurz gucken, was das Kriegsziel überhaupt war von den Gegnern. Jetzt habe ich nämlich endlich die Ruhe dazu. Überlegenheit demonstrieren. Novgorodscher Bestrafungskrieg. Okay. Dann würde ich sagen, wir gehen mal. Wir fangen mal oben an und arbeiten uns runter. So. Unzufriedenheit unter den Handwerkern. Eine Steuer abschaffen. Ja, gut, ich habe ja genug Geld. Musstest du das gerade so lapidar erzählen? Also, Entschuldigung. Es ist einfach so. Es entspricht einfach der Realität. Das lässt mich gerade nicht besser fühlen, weißt du? So, jetzt habe ich nur noch minus 1 Stabilität, sehr schön. Wir können heute gerne noch etwas länger machen, denn entweder geht es für mich komplett runter oder gar nicht. Oh! Moskau hat Nowgorod den Krieg erklärt. Oh. Yes! Yes! Oh, warte mal, ich kämpfe hier gerade gegen die dänische Flotte. Da muss ich jetzt hier mal kurz eingreifen. So, jetzt sind meine Galeeren auch unterwegs. Dann wäre die dänische Flotte nämlich auch beseitigt. So. Gut, aber ich glaube, wenn Moskau zu mächtig wird, das findest du dann auch nicht so geil, oder? Nichts für ungut. Moskau kann ich noch selbst zerstückeln, wenn es sein muss. Ich muss jetzt erstmal aus meinem selbst geschafften Leid hier raus. Das heißt, ich muss jetzt diesen Bauernkrieg hinter mich bringen. Ich sehe gerade meine Legitimität Ich will ja nichts gesunken. sagen, aber ich verliere gerade die Seeschlacht. Warum das denn? Ich weiß es nicht. Zeig mal kurz. Wie konnte das passieren? 13 Galeeren gegen. Nee, du hast doch nur Galeeren genutzt. Ne, meine Großschiffe, die sind schon alle weg. Was ist Okay. denn, was stimmt denn hier nicht? Die haben ja nicht mal einen Admiral. Ich weiß es nicht. Sollte normal nicht so sein, aber gut. Was zur Hölle? Im Moment, da muss ich jetzt gleich noch mal mehr Schiffe bauen. Okay, na gut, das gibt jetzt halt wieder mehr Geld. Aber das bringt mir jetzt eigentlich auch nichts. So ein Hund. So. So, mehr Schiffe. Das kann ja nicht sein, dass ich jetzt hier die ganzen Großschiffe verloren habe. Und die 17 Galeeren gegen so ein paar kleine. Warte mal kurz, vielleicht ist der ja auch dir diplomatisch voraus. Guck mal kurz. Nee, erst bei Diplomatie Tech 3 und du logischerweise auch noch, da startest du ja mit. Also ob dieselben Schiffe. Das ist echt seltsam. Na gut, aber meine Truppen sind eh schon übergesetzt. Und der mit der hat ja, glaube ich, nur ein 8er-Stack, wenn ich das richtig sehe. Ich finde das schön, wie du das nun sagst. Nur. Oh nein, und mein geiler Befehlshaber ist gestorben. Jetzt habe ich echt diese Seeschlacht verloren. Das packe ich ja jetzt echt nicht. Das fällt unter Shit Happens. Komm, 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 das müsst ihr gewinnen, das müsst ihr gewinnen. Ungarn, helft uns. Oh, Glück gehabt, die Ungarn haben uns geholfen. So. Friedensangebot von Dänemark. Nö. Stopp, was bieten sie dir denn? Ach, das war wieder nur so ein Scheiß. Aber ihre Kriegsmüdigkeit ist zumindest ein bisschen gestiegen, aber das. Ja. Nee. Nee. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen erobern. Aber ich sollte mir einen neuen Anführer besorgen. Übergelaufene Kriegsgrund gegen Rajan. Rychow hat sich abgespalten. Russische Patrioten haben Abfall von Kursk nach Rajan. Ja. Jetzt geht's hier zugrunde mit mir. Oh nein. Wieso? Was ist jetzt schon wieder los? Naja, weil die Typen sich halt jetzt entschieden haben, dass sie zu Rajan gehören wollen, aber
Das ist jetzt nichts Dauerhaftes, das holen wir uns im nächsten Krieg zurück. Das Dumme ist halt, dass sie sich auch Rjov geholt haben. Ach, warte mal, kann es zufällig sein? Ich bin ja dir im Krieg gegen Novgorod beigestanden, dass die novgorodische Flotte da vorhin auch mit eingegriffen hat. Das weiß ich nicht. Das So. wäre natürlich möglich. Das habe ich jetzt nicht bedacht. Na gut. Sei es drum. Also ich kann jetzt einen Frieden machen und da, naja gut, viel wird Novgorod nicht machen. Aber der Krieg muss enden. So, damit ist der Krieg beendet. Und jetzt muss ich mich nur noch um meine, nur noch, finde ich sehr schön. Warum sinkt eigentlich meine Legitimität? Ach so, wegen negative Stabilität. Rajan bietet uns die Provinz Rjov für 50 Gold an. Rjof. Ne, viel Geld habe ich nicht, aber das nehme ich schon. 50 Gold. Naja, bevor ich sie in einem Krieg wieder entreißen müsste. Ja, klar. Rjof, wo liegt das denn? Hier bei Twer. Ich wünschte, es würde mit P einfach ein Ping gehen, aber P gibt hier nur Ach, Papsteinfluss. das war das, okay. Ohne Witz, ich hasse mich selbst dafür, wie dumm ich im letzten Turnset war. Das glaubst du gar nicht. Tja, man lernt nie aus, ne? Sag's so einfach so, ich brauche 205. So. Mein Prestige ist schon bei minus 85. Ich sag jetzt mal nicht, was mein Prestige ist. 100. Ah, ganz so schlimm ist nicht, 73. Naja, ich muss halt andauernd dieses Ding nehmen, wo ich Prestige minus nehme. Ja, Sonst klar. kriege ich noch mehr Rebellen oder noch mehr Stab minus. So, jetzt kriege ich hier 10 Prestige geschenkt. Ich bin so stolz. So, jetzt mussten wir einen Kredit aufnehmen, aber scheiß was drauf, das kriegen wir alles hin. Wie gesagt, ich muss mich ja jetzt nur erst einmal hier. So, Vilnius gehört wieder uns, sehr schön. So, ich manövriere jetzt meine Truppen mal auf die Insel Fyn. Naja, gut, der Norweger hat seine Truppen jetzt natürlich in seiner Hauptstadt platziert. Aber solange er da nur 8 hat. Ich stelle mir gerade die Frage, ob ich. Ich hoffe, das Bohren ist jetzt nicht zu laut bei mir. Meine Nachbarn haben sich entschieden. Okay, na, jetzt habe ich es gerade auch gehört, aber bislang war es ja eigentlich ganz ruhig. Hoffen wir, dass es so bleibt. So, 12 gegen 13. Was meinst du? Schaffen meine Typen das? 12 gegen 13. Also, ich bin Wo? 12. Wo? Du bist 12? Ach hier, das da. 9, 4, Kriegssteuer, 11, warum bin ich. 2. Ach so, ich bin schon im nächsten Krieg, sehe ich gerade. Ach, gegen wen denn jetzt? Schwedischer Unabhängigkeitskrieg gegen Dänemark. Ach, sind die auch gerade wieder? Oh, das finde ich aber jetzt gerade sehr günstig. Das heißt, die Schweden sind jetzt im Krieg mit England, Schottland, Tyrone, also dir, Was, die Schweden, Litauen, Schweden? das bin Achso, ich, nee, die und dem Deutschen Dänen. Orden. Jawohl, das gefällt mir. Ich würde jetzt auch gerne zur Seite stehen. Ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel. Ach, ich glaube, das ist jetzt gar nicht mehr nötig, weil die Schweden gerade mit ihrer dicken Flotte da runterschippern. Du weißt, was ich meine. Ich habe gerade andere, kleinere Ja, Sorgen. kein Problem. So. Obwohl, warum sollte ich mir den Das Stress gefällt geben? mir. Jawohl, sehr geil. Und er hat seine Truppen aus der Hauptstadt abgezogen. Dann marschiere ich da gleich hinterher. Nach Sjaaland. Bäm. So, jetzt du kleiner Däne. Kommt, Jungs, das gewinnt ihr da oben gegen die Typen. So,
Dann gehe ich mal ins Kattegat. Dänemark hat ein Bündnis mit Dänemark geschlossen. Nein! Und ich hab den. Nein! Nein! Jetzt bin ich gerade wie ein kleines Kind. Das muss doch nicht sein. Oh, halt, das sind ja meine Transportschiffe. Die wollte ich da eigentlich gar nicht hinhaben. Komm, geht ihr mal hier weg. Jetzt muss ich mal hier nur Warum drüber hilft mir der Deutsche ziehen. Orden? Ach so, ja, ich bin ja mit denen zusammen im Krieg. Stimmt ja. So, und jetzt geht ihr hier runter ins Kattegat. Die Schlacht von Dover ist vorbei. Ach, ich bin im Krieg mit Frankreich. Scheiße. Oh nein. Warum das denn? Weil Dänemark mit Frankreich ein Bündnis geschlossen hat. Aber die können mir doch dann im Nachhinein. Warte mal, ich Doch, habe ein klar. Friedensangebot aus Frankreich. Das würde ich an deiner Stelle annehmen. Oh nein. Ah, verdammt. Franzosen. Ihr Franzosen, ihr. Dadurch wurde der Kriegsstand hier nicht unbedingt besser, weißt du schon. Ja, das weiß ich. Ah, gut. Wir können einen weißen Frieden verhandeln. Mit Frankreich. Das ist so eine Sache, die würde ich unbedingt jetzt machen an deiner Seite, an deiner Stelle. Das würde ich auch machen, ja. So. Gut, jetzt bin ich wieder nur im Krieg gegen Dänemark. Das passt. So, Nordjütland haben wir gut belagert. So, die dänische Flotte ist auch beseitigt. So, dann sind wir jetzt im Sund. Ach, und der will mir jetzt hier ans Bein pinkeln. Aber ich finde das schön, der Deutsche Orden, was eigentlich einer meiner Rivalen ist, hilft mir hier gerade meine Rebellion unter Kontrolle zu halten. So, was bieten mir denn die Dänen jetzt hier an? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das besonders viel ist. Nein, ist es auch nicht. Ich würde an deiner Stelle weiterkämpfen. Oder hast du Angst, dass dein 1000er-Trupp da in Mittelland verliert? Ja, nee, das ist mir jetzt eigentlich nicht so wichtig. An deiner Stelle würde ich noch warten, bis ich Sjolland habe. Das dauert vielleicht noch ein bisschen, aber dann hast du definitiv bessere Karten beim Verhandeln. Ja. Eine Flotte haben die So. Dänen nicht mehr. So, Der jetzt haben Bischof wir. von London. Unser Prestige zieht unsere Staatsehen so runter. 97%. Wenn ich, kann ich in besetzten Provinzen eigentlich Söldner Ja. hinkarren? Ah, das ist natürlich praktisch. Dann tue ich das mal. Söldner. Ah, nein, das wollte ich jetzt nicht. Und das hier wollte ich. Eins, zwei, drei. So, sehr gut. Dann werde ich mich mal kurz der Söldner bedienen. So, warte mal, und hier meine Schiffe. Das finde ich irgendwie so ein bisschen doof, dass man irgendwie nicht, sagen wir mal, alle Einheiten eines Typs auf der Karte anwählen kann. Das stimmt natürlich. Das ist Aber immer so ein bisschen suboptimal. nimm es mir nicht übel, ich bin gerade noch so ein bisschen im Freudentaumel, Das ist okay. dass ich jetzt hier derzeit die Rebellen unter Kontrolle habe. Als nächstes kommen die kurländischen Rebellen, aber die sind meistens nur in Kurland und Semgallen. Ich gönne dir den Erfolg, nachdem du so lange gelitten hast. Wie gesagt, es ist ja alles selbstfabriziertes Leid. Hätte ich im letzten Turnset nicht die Admin-Tech genommen, sondern hätte damit Stabilität gemacht. Die Schlacht von Belzunt ist vorbei. Gut, ich habe offensichtlich gewonnen. Hast du, ja. So, jetzt kommen hier meine Söldner, einer nach dem anderen. Oh, Glück gehabt.
So, hier Wie ist lange habe noch ich eigentlich noch einen einer. Claim auf Moskau? Bis 1484, das reicht. Das ist gut. So, warte mal. Was ist hier jetzt los? Morsches Holz. Reparieren, wo es geht. Oder mehr, weniger Lebensdauer von Schiffen. Ja, ich habe genug Geld, dann kann man auch reparieren. So. Okay, weiter. Oh, jetzt sind schon wieder Schiffe gesunken. So eine Scheiße. Oh, okay, jetzt habe ich die Hauptstadt. Jetzt habe ich einen Warscore von 27. Damit sollte ein bisschen mehr möglich sein. Okay, ich werde es mal austesten. Wobei ich natürlich es besser finde, wenn du weiterkämpfen würdest, damit Schweden die Unabhängigkeit erlangt. Ja. Ach stimmt, die Dänen haben hier oben schon wieder. Ach so, die Norweger sind ja auch noch dabei. Das sind nur knapp nur 9.000 bis 10.000 Schweden, Dänen derzeit. Ja gut. Nein, ich mache auf jeden Fall noch weiter. Jetzt, wo ich auch hier meine ganzen Söldner angeheuert habe. Die sollen ja auch was tun für ihr Geld, ne? Grundsätzlich hast du recht, damit du ein bisschen was mehr rausquetscht. Das ganze Minus-Prestige nervt zwar, aber ich habe gleich die ganzen. So, was mache ich denn mit denen hier jetzt? Ich würde sagen, die lasse ich mal aufs Schierland. So. Gleich habe ich auch die letzte Provinz von den Bauern zurückerobert und ich bin stolz auf mich. Bei dir So. passiert Interessantes. Oh, die Norweger haben auch gerade Probleme mit Fraticelli-Häretikern. Oh, das ist gut. Sehe ich auch gerade hier oben. So, damit haben wir die letzte Rebellion erstmal So, dann besiegt. würde ich sagen, hauen wir mal die Truppen hier weg, die der Däne hier noch so hat. So, dann setzen wir noch hier auf die Insel über. Oh, der Däne hat jetzt auch holsteinische Nationalisten. Jawohl, die hilft das ja nur. Denn in den Provinzen kann er ja erstmal nichts mehr rekrutieren. So, ich habe jetzt Ruhe erstmal. Ich überlege gerade, ob ich jetzt die Söldner entlasse. Das tue ich auch. Das dürfte mir erstmal etwas geldtechnische Entspannung geben. Der Schwede läuft hier einfach an der dänischen Armee vorbei in Richtung Norwegen. Okay. Warum auch nicht? Es steht nirgendwo, So. dass er kämpfen muss. Dänemark schloss Frieden. Mit Schweden? Status quo Frieden, ja. Ach so, es hat sich also Schweden nichts bleibt getan. untertan, aber ich verstehe es nicht. Die Hauptstadt war nicht erobert. Nee. Ja gut, Also Stockholm. manchmal muss man die KI nicht verstehen. Also ich bin der festen Überzeugung, dass sie das noch hätten retten können. So, mein Warscore ist jetzt bei 30, das heißt, ich könnte jetzt eigentlich, wenn es nicht mehr wichtig ist, einen Frieden schließen. Schauen wir mal, ob das klappt. So, dann würde ich sagen, das bekommen die Schotten. Das würde ich nehmen, das würde auch ich nehmen. Was willst du Ah, denn ich haben? glaube, das. Willst du denn eher Island haben für Amerika-Abenteuer? Ich schau mal nur, Oder lieber hier 28. sowas wie Mitteljütland Ah. und Nordjütland? Ach, das will ich eigentlich überhaupt nicht. Dann, weil dann könntest du ja auch auf dem Festland anfangen. Das Festland, das interessiert mich eigentlich gar nicht. Du willst nach Amerika. Ja. So, und eigentlich, ja, gut, das funktioniert. Ich bekomme alles, was ich möchte. Dann mach. Dann mache ich das. Vielleicht kann ich noch ein bisschen Gold rausholen. Ja, geht auch noch. Forderungen senden. Und. Achso, du hast Pause gedrückt. Sekunde, jetzt habe ich nur noch in Rijov Ja, und in Saremma halbwegs Rebellen. Die Rest halten, ja, und Smolensk. Der Rest hält sich in Grenzen. So. Dann wollen wir mal weitermachen. Ordnung wiederherstellen. Ich jawohl, erhalte Frieden. Legitimität und und Prestige. Yes! So, jetzt sind wieder ganz viele. Okay, warte, jetzt muss ich mal kurz hier nur meine Truppen. Und jetzt habe ich schon den nächsten Counter, nämlich den Counter für den Bürgerkrieg. Sid, willst du mich verarschen?
Den Counter für den Bürgerkrieg. So, dann habe ich hier noch zwei Galeeren. Oh Gott, mein Kopf. Oh ja, das habe ich jetzt auch gehört. Ohne Witz, das ist gerade bitter, wenn die Nachbarn hier mit dem Schlagbohrer da durch die Wände gehen. So. So, dann kann sich der Däne noch um seine Rebellen kümmern, aber ob er das hinkriegt, bezweifle ich, weil er hat nicht mehr so viel. So, was hast denn du jetzt genommen? Das interessiert mich jetzt mal. Ja, hier nur die Inseln und Island. Island gehört dir? Island Cool. gehört mir. Gratulation. So, was haben wir hier? Harmlose Nachlässigkeit. Es scheint, dass die Regierung, die am wenigsten regiert, am besten regiert. Bla bla bla, Nichteinmischung. 100% lokaler Handelseinfluss. Hört sich sehr interessant an. Lokaler Steuermodifikator. Oder lokale Reserve. Was würdest du denn dann nehmen? Ich nehme meistens das mit dem Steuermodifikator, bin ich ganz ehrlich. Na gut, dann tue ich das auch. Ich habe das Geld ja nötig. Oh Gott. Ist ein wahrer Segen, ich halte Stabilität. Ich nehme natürlich die Stabilität. Jawohl. So, dann geht ihr mal hier in den Hafen rein. Und. Jetzt gibt es inzwischen übrigens auch nur noch eine einzige Rebellenfraktion, die geht zurück. Aber der Bürgerkriegscounter, der tickt. So. Das heißt, ich sollte bald den Krieg gegen Moskau erklären. Weil Bürgerkriegscounter hört im Krieg nämlich auf, soweit ich weiß. Ah, jetzt muss ich ja noch Kernprovinzen erstellen, das hätte ich jetzt fast vergessen. So, ich muss mal kurz Pause machen. Jo. Denn jetzt muss ich den nächsten Krieg planen. Ich muss zwar auch noch ein paar Kredite zurückzahlen, aber das ist alles noch zweitrangig, denn der Bürgerkrieg ist schon bei 8%. Das geht noch immer. Ah, interessant. Man kann Kernprovinzen also ab einer gewissen Distanz nicht mehr erstellen, offensichtlich. Ja, natürlich kann man das nicht. Wenn du mal Aha. guckst, ich kann zum Beispiel Wladimir auch nicht kernen. Na gut, dann mache ich jetzt aber zumindest die Shetland und die Färöerinseln. Färöer. Wenn ich mich nicht ganz täusche, kannst du so weit kehren, wie deine Kolonisationsreichweite ist. Okay. Oder was, die Handelsreichweite? Eins von beiden. So, ich muss mal kurz gucken. Wenn ich jetzt rein theoretisch Rajan den Krieg erkläre. Oh, Moskau hat ja schon fast ganz Nowgorod besetzt. Sehe ich gerade. Ja. Du möchtest schon wieder Krieg? Nein, ich will keinen Krieg führen, aber das Ding ist, bei mir ist halt der Bürgerkriegszähler, der schon wieder hochsteigt. Und den kann ich nur aufhalten, wenn ich rein theoretisch alles als Kernprovinz habe in meinem Gebiet. Oh. Das kann ich nicht machen, weil ich ja hier Wladimir noch habe. Das heißt, er würde munter weiterzählen. Und entweder ich muss jetzt damit fest planen, den Bürgerkrieg auszusitzen. Oder ich versuche irgendwie an eine Provinz zu kommen, damit ich alles kernen kann. Ich nutze jetzt mal mein Geld, um hier meine Provinzen ein bisschen auszubauen. Ein paar Tempel werden gebaut. Warte mal kurz, ich mache jetzt kurz die Pause raus, aber nur für 6 Tage. Okay. Ich muss nämlich gucken, wie sich jetzt ein Krieg auswirken würde. Wenn ich denen den Krieg erklären würde, Twer, dann würde ich. Bruch der Waffenruhe? Ich habe mit denen eine Waffenruhe? Tatsächlich, die waren tatsächlich in dem Krieg mit dabei. Wen meinst du, Twer? Ja, das heißt, ich werde jetzt noch bis Ende nächsten Jahres warten, 75. Dann Twer den Krieg erklären, da ist Rajan mit dabei. Dann kann ich mir meine alten Provinzen holen und ich kann Wladimir kernen. Okay. Ich hoffe, dass der War, nicht der Warscore, sondern der. Du weißt schon, was ich gerade sagen möchte, mir fällt es nur gerade Ja. nicht ein. Und ich muss versuchen, Österreich nochmal zu überzeugen. Okay, weiter geht's. Ah, okay, mit Münster habe ich jetzt auch keinen Waffenstillstand mehr. Das heißt, die werde ich mir bei Zeiten auch mal einverleiben. Warte mal kurz. Die haben auch keinen Verbündeten, sehe ich gerade. Die Provinzen wollen noch mehr Autonomie. Entweder ich verliere 50 militärische Macht. Ja. Könnte ich auf Münster einen Anspruch fingieren?
So, jetzt habe ich meine Truppen endlich wieder versammelt. Aber Moskau geht hier gerade wirklich böse unter. Haben die zufällig auch die Mission unterwerft? Kasan. Aber gegen Kasan. Naja, gut, Kasan ist auch nicht so Den stark. entlasse ich mal. Dann suche ich mir einen neuen Landanführer. Ja, Turov. gut, der ist jetzt nicht so geil wie der vorherige, aber. Turov, Turov, Turov. Na gut, So. so einen geilen wie du eben hattest, den hat man normalerweise am Anfang auch nicht. Ja, der war schon echt Premium. Okay, schon wieder weg. Mal kurz gucken, vielleicht kann ich Österreich ja noch mal bekehren. Ich glaube es nicht. Nö, Österreich will anscheinend nicht mehr in mein Bündnissystem. Diese Undankbaren. Das sehe ich genauso im Übrigen. Jetzt gibt es einen Wladimir, ein paar Unruheherde, aber egal, alles. So, jetzt werden dann auch gleich meine Tempel fertig. Sollte dann noch ein bisschen Geld in die Kassen spülen. Warum mache ich eigentlich gerade, meine Armee kostet so viel? Ist meine Armee etwa zu groß? Warum kriege ich Frankreich nur auf plus 47 Beziehungen? Oh Gott, ich habe ja immer noch die ganzen scheiß Söldner. Die muss ich natürlich noch auflösen. Was hat denn Frankreich gegen mich? So, sind das jetzt hier die Söldner? Das sind die Zu Söldner, viel. okay. Dann werde ich die Söldner Sag jetzt jetzt nicht, die auflösen. 16 sind die Söldner. Nee, die 9, Nein, okay. nein, die neuen, so. Ich dachte gerade schon. Ach Gott, jetzt sieht es mit meinem Geld auch wieder besser aus. Ich hatte gerade nur plus 0,5 oder so, habe ich mich schon gewundert. Jetzt habe ich wieder gediegene plus 14. Ich habe jetzt auch nur noch zwei offene Kredite und dann kann ich auch schon daran gehen, deins zurückzahlen. Ach, das war doch ein Geschenk unter Freunden. Ja, ohne das hätte ich aber auch ganz ehrlich sehr eng ausgesehen hier. Ich nehme an, du würdest dasselbe für mich tun. Sobald ich hier meine Ruhe habe, endlich, definitiv. Aber ich denke, das müsste jetzt bald kommen. So, endlich, da sprudeln die Einnahmen auch wieder. Ich habe mich schon Tun sie? gewundert. Ja, er sprudelt. So, jetzt sind die Tempel auch noch fertig, dann sprudelt es noch ein bisschen mehr. So, aber warte mal kurz, wenn Österreich nichts mit mir zu tun haben will, dann möchte ich auch keinen Militärzugang haben. So. Lup, weg damit. So, jetzt habe ich einen Kriegsgrund gegen Monster. Was hast du? Ach so, hast du Claim erzeugt? Ja. Und geht's los? Ja, gleich. Ich schicke nur noch kurz meine Truppen rüber. Ich glaube, Okay. die haben auch keine Verbündeten oder so. Also sollte kein Problem sein. Und der Typ ist ja immer noch mein Vasall. Oh, aber der mag mich nicht mehr so sehr. Dann sollte ich da mal die Beziehungen verbessern. So. Und dann muss ich Handelsdisput Kriegsgrund gegen Moskau. demnächst wieder ein paar Großschiffe mal bauen. Aber das würde ich sagen, mache ich dann in der nächsten Aufnahme. Ich habe jetzt gerade ein paar Claims verloren gegen den Deutschen Orden, aber es interessiert mich nicht. Denn jetzt muss der Krieg erklärt werden. Und bei mir hilft nur Polen, das reicht mir aber auch. Bei dir weiß ich es nicht. Wen möchtest du Krieg erklären? Soll ich nehme dich mal mit rein in den Krieg, du musst ja nur beistimmen. Du Gegen musst. Deutschen Orden? Nein, nein, Oder? gegen Twer und Rajan. Okay, Quer und Rajan. Das sind zwei Pillepalle-Dinger, die mache ich zur Not auch so Okay. platt, aber so kannst du auch ein bisschen was von dem. Prestige abhaben. So wie du es nennen möchtest. Kann's losgehen? Ja, kann losgehen. So. So. Dann Ich drücke ich weiß, noch im mal Winter kurz den auf. Krieg zu beginnen ist doof, aber bevor die wieder irgendwelche Koalitionen machen. Pause, weil dann erkläre ich kurz noch Munster den Krieg. Okay. Eroberung von Munster. Möchtest du da auch etwas vom Prestige Kannst du abhaben? gerne machen, wenn du willst. Okay.
Dürfte jetzt So. nicht so prestigeträchtig sein, aber. Naja, etwa so wie prestigeträchtig wie mein Krieg gegen. Komm, Jungs. Gesundheit. Nein, Danke. nein, 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 nein. Kommt, Jungs, die sind euch stark unterlegen. Das müsst ihr gewinnen, das müsst ihr gewinnen, das müsst ihr gewinnen. Und schickt sie nach Hause. Schau mal, was der Puck hier gerade macht. Sieht gut aus. Kann sein, dass es ein bisschen knapp war, wenn ich mir deine Truppen hier so angucke. War es auch gefühlt. So, Jungs. Was? Ich habe einen Kredit aufgenommen. Wieso das denn? Na gut. So, dann krallen wir uns noch schnell Munster. Komm, irgendwann müssen die doch mal tot sein. Ohne Witz, diese rajanischen Truppen, die gehen mir auf den Sack gerade. So, hier können wir noch einen Tempel bauen. Oh, Munster hat mich beleidigt. Rebellenaufstand, norwegische Patrioten. Oh. Auf Island? Ich nehme es an, ja. Also noch nicht, aber 50%. Ja, und es könnte auch auf den Inseln passieren. Na gut, ich habe ja genug Transportschiffe. So, Karakonju hat mich als Rivalen ausgewählt, sollen sie ruhig. Und ich habe jetzt das gesamte Gebiet von den beiden Kriegsparteien besetzt. Und du hast Munster erobert. Ich habe Munster erobert, jawohl. Soll ich mal Pause machen für den Oh Friedenhandel? nee, nee, das geht schon. Die werden Gut. voll annektiert und fertig. Dankeschön. Gratulation. So, dann werden die auch noch gekernt. Oh, ich habe 4 Kardinäle. Yay. Du hast vier, ich hab, weiß ich gar nicht, wie viele. Ich stehe gerade nicht hier drauf, glaube ich. So. Doch einen habe ich. Dann würde ich mal vorschlagen, dass du deinen Krieg noch abschließt und dann ein Päuschen machen wieder. Ich kerne das Ganze noch und dann die Abschlussmaßnahmen und dann war es das. Okay. Das Osmanische Reich hat unseren Militärzugang gekündigt. Gemeingefährliches Osmanisches Reich. So, und dann Tyrone würde ich dann irgendwann mal in mein Reich einbeziehen. Genau, annektieren. Krim hat Circassien den Krieg erklärt. Okay. Sollen sie ruhig. Oh, norwegische Patrioten, 90%. Die kannst du ja auch militärisch niederknüppeln, das weißt du schon. Ja, klar. Das Problem ist, ich habe nicht so viele Militärpunkte eigentlich, aber vielleicht tue ich das einfach mal. Ja, gut, 50 Punkte. So, damit ist auch Tula gefallen. Tula, ja, ich sehe schon, du bist bei 100%. Alle Kriegsziele erreicht. So, dann wollen wir doch erstmal Rajan. Was? Volle Annexion ist zu teuer? Machen wir es anders. Ich möchte, dass ihr mein Vasall werdet. Vasallen sind immer schön. Echte Freunde. Nee, aber das wollen sie auch nicht. Aber Oh, ich egal. kann in eine Idee investieren, sehe ich gerade. Flottenanführer Nahkampf. Was mache ich denn hier? Seemachtidee wäre das. Sekunde, ich Oder mach mal kurz etwas schneller wieder. nehme ich da lieber die. Ah, ich nehme aber, glaube ich, lieber die Militärtechnologie. Und welche Idee nehme ich denn hier? Eine administrative am besten. Habe ich gerade nicht auf Absenden geschickt? Nee, warte mal. Ach so, halt, ich kann auch gar keine richtige Idee wählen. Das war ein Fehler. Ich könnte nur hier. Nochmal auf ein neues. So, geht doch. Stufe 5. Wohl Damit haben an. wir Frieden mit Rajan. Dann können wir jetzt aber, denke ich mal, in 6 Tagen auch Twer annektieren.
Sehr gut. Und das Wichtigste ist, jetzt kann ich auch endlich Wladimir kernen. Wladimir. Ja, die Stadt hat ja immer verhindert, dass ich Ruhe bekomme, quasi. Guckst dir an, ich bin zufrieden. Ich habe zwar immer noch ein paar Leute zu wenig, das heißt, nicht schön, aber grundsätzlich klappt das. Das ist schön, wenn du zufrieden bist. Ich muss mal gucken, ob ich noch irgendeinen kleinen Typen den Krieg erklären kann, damit ich quasi die Kernung, also das Ganze mit den Kernprovinzen fertigstellen kann, bevor der Krieg hier ausbricht. Okay. Aber das würden wir wahrscheinlich nächstes Mal machen, oder? Ich gucke mal gerade, Sekunde. Es muss ja irgendwer sein, den ich leicht besiegen kann. Das Gotland gehört noch zu Dänemark, doof. Nö, es gibt keinen kleinen. Das heißt, ich muss wahrscheinlich auch den Bürgerkrieg ausstehen. Ah. Aber Aber ganz ehrlich, das ist jetzt noch. Zukunftsmusik. Und wenn ich ganz ehrlich bin, das kleinere Übel. Ich habe jetzt fast alle meine Darlehen zurückgezahlt, nur noch ein einziges ist offen. Dank deiner Hilfe, dank der Polen, der Ungarn, der Moldawier und der deutschen Ordensritter konnte die Rebellion in Litauen niedergehalten werden. Hurra! Und ich konnte noch Gebiet erobern. Genau. Doppelt Und Hurra. ich bin auch ganz zufrieden. Jetzt Ich warte mal, habe ich zoome mal zu dir rüber. die Gebiete, die ich haben wollte. Also hier die Shetland-Inseln, die Färöer-Inseln und Island. Und dann habe ich mir gerade noch so nebenbei im Handstreich Munster geholt. Kannst Mich du also auch ein eigentlich bisschen vergrößert. Tyrone schon integrieren? Tyrone, ja, kann ich. Oder warte mal, da muss ich mal gucken. 190 und 10 Jahre müssen ja Ja, vergangen sein. genau, die 10 Jahre, die sind okay. Und ich bin sowieso gerade beim Beziehungen verbessern. Okay. Schottland könnte ich theoretisch auch schon, aber die Schotten, die passen jetzt schon. Das würde ich dann wahrscheinlich irgendwann machen, wenn ich dann Großbritannien gründe. Genau. Oh, und ich sehe gerade, Dänemark hat Norwegen Ich wollte gerade annektiert. sagen, da ist auch mein Auge so drauf gefallen, dass die Habe ich mir gedacht, integriert. das ist plötzlich alles so rot. Also Groß-Dänemark ist bitter. Da Tja. kommt Schweden auch nicht so gut gegen an, gegen die Unabhängigkeit. Ihr seht, liebe Zuschauer, in Zukunft ist da noch viel Spannung geboten. Hast du eigentlich gerade noch einen Diplomaten frei? Ich habe noch einen Freier. Wenn du willst, kannst du ja auch mit Schweden Unterstützung machen. Dann wären wir zusammen jeweils immer in dem Krieg, dass wir auch Dänemark dann klein halten können. Unabhängigkeit unterstützen. Okay, möchte Schweden im Moment noch nicht akzeptieren. Dann muss ich wahrscheinlich erst ein bisschen Beziehungen verbessern. Ist jetzt nur ein Vorschlag, weil Genau. wenn ich jetzt im nächsten Turnset werde ich, wenn der Bürgerkrieg nicht kommt, werde ich aller Wahrscheinlichkeit nach hier gegen Moskau zustoßen. Die sind jetzt schon groß und stark, das ist kotzig. Ich sehe es ja. Aber ich werde dann versuchen, hier die Provinzen Ingermannsland und Newa zu holen. Weil dann kann ich rein theoretisch auch durch das schwedische Staatsgebiet und könnte dann auch gegen Dänemark kämpfen. Ja, genau. Und ich werde nächste Folge wahrscheinlich ein bisschen ruhiger verbringen. Wobei man natürlich nie weiß, was so passiert, was gerade ansteht. Vielleicht ein bisschen die Provinzen ausbauen. Wie, du willst keinen Krieg? Ja, im Ich Moment habe dachte, ich wir waren keine. uns da einig. Ja, gut, außer Schweden würde die Unabhängigkeit erklären. Dann Nee, bin ich aber. natürlich wieder an vorderster Front mit dabei. Ich muss auch meine Rekrutenreserve ein bisschen erholen lassen. Die ist momentan nicht so geil. Gerade mal bei 202. 1400 habe ich immerhin. Genau, aber das wird sich dann schon geben. Übrigens, Okay. weißt du, was mir noch aufgefallen ist? Das muss ich noch Was ist dir noch loswerden. aufgefallen? Dadurch, dass Dänemark jetzt ja auch hier die ganzen norwegischen Provinzen hat, wenn man demnächst Dänemark erobern wollte, nur so rein hypothetisch, Ja. würde man dort ja auch den heimatverbundenen Adel dann haben. Das heißt, plus 100% Kernkosten. Ah, Das ist bitter. das ist bitter. Gut. Aber mit dem Festland wird sich Herr Puck auseinandersetzen. Ich schaue ja mehr gen diese Richtung, gegen Terra Incognita. Genau, aber wie Du das hast alles gut. ausgeht, würde ich sagen, das sehen wir dann beim nächsten Mal. Oder hat Puck noch irgendwelche schönen abschließenden Worte?
Okay. Dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Wir hoffen, euch hat es Spaß gemacht. Wenn das der Fall ist, lasst gerne einen Daumen nach oben da, einen Kommentar oder ein Abo, wenn noch nicht vorhanden. Würden wir uns freuen. Und dann bis zum nächsten Mal bei Let's Play Together Europa Universalis 4. Macht's gut, bis bald und Servus. Tschüss.